Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir haben einen wirklichen Champion bei uns, Hidden Champion vielleicht nicht ganz, aber vielleicht doch ein bisschen unter dem Radar, nämlich die beiden Gründer von Planradar, 2 von 5, glaube ich, Gründer, genau, ja. Den Sander van der Reit und Ibrahim Imam. Jungs, herzlich willkommen und danke für eure Zeit. Ja, danke für die Einladung, freut mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sander, als wir zuletzt mit dir gesprochen haben, schätze mal von circa einem Jahr, hat es geheißen, kontinuierlich 300% Umsatzwachstum, tolle Performance, neue Kunden, wirklich beeindruckende Geschichte, die ihr da schreibt. Jetzt wollen wir natürlich einen Update zu diesen Themen haben. Bevor wir aber sozusagen in die KPIs einsteigen und die aktuelle Entwicklungen, vielleicht ganz kurz noch einmal der Pitch. Hat sich da was geändert? Ich beobachte oft Startups, die dann doch sagen, Soul Searching haben wir nachgeschärft, ein bisschen einen Pivot gemacht. Also was ist Planradar 2020? Ist die Geschichte dieselbe? Also im Prinzip ist die Geschichte immer noch dieselbe, also sowohl was das Wachstum betrifft, auch, als auch inhaltlich. Wir sind vielleicht im Anwendungsbereich noch breiter geworden, also auch in dem Pitch einfach noch breiter. Also wir sagen, wir decken im Prinzip alles ab, was mit Dokumentation und Kommunikation in Bau- und Immobilienprojekten zu tun hat. Das heißt auch der gesamte Immobilienlebenszyklus sozusagen, also tatsächlich von der Planung über den Bau, die Entwicklung bis hinein in den Betrieb, bis hinein sogar in den Abriss, in die Demolition. Wenn du jetzt jemanden auf der Straße triffst und er fragt dich, was ist Planradar, wie pitchst du das aktuell? Ist das sozusagen Digitalisierung des ganzen Bauprozesses oder was ist es eigentlich? Also der aktuelle Pitch ist einfach der, dass man sagt, traditionell sind die Leute hier mit großen Architektenplänen, mit Bleistift und Papier, mit Fotoapparat, mit Diktiergerät unterwegs und erfassen so Informationen vor Ort im Objekt oder auf der Baustelle. Und wir sind einfach hingegangen und haben diesen Prozess digitalisiert. Das heißt, unsere Kunden sind jetzt mit Tablets, mit Smartphone unterwegs, können hier direkt auf einem digitalen Plan Informationen festhalten, punktieren und die Aufgaben dann auch an andere Projektteilnehmer zuweisen oder Informationen teilen. Und hier bleiben wirklich alle Informationen eindeutig dokumentiert erhalten und das ganze, die ganze Interaktion, die ganze Kollaboration wird dadurch einfacher. Also die Kunden sparen 7 Arbeitsstunden pro Woche. Woche. Ibrahim, wer sind die Kunden, um das vielleicht besser zu verstehen, auch sozusagen, wer diese Lösung kauft, also auf der anderen Seite sozusagen? Also vielleicht ergänzend zum Sander seinen Pitch noch, wenn man mit Privatpersonen spricht, sage ich jetzt mal, die vielleicht Häuselbauer sind etc., man kennt das eher aus der privaten Situation ja auch ganz gut, wenn man ein Wohnungsübergabeprotokoll zum Beispiel macht, wenn man nimmt eine Mietwohnung und hat ein Übergabeprotokoll. Ist es ja oft so, dass im Prinzip das alles noch sehr mit Pen and Paper based abläuft und das ist einer dieser Use Cases, der, sage ich jetzt mal, sehr leicht verständlich ist und wo Planradar sich auch hingesetzt hat, sage ich jetzt mal. Es war ganz spannend, wir haben uns jetzt getroffen unten im UAccelerate und es ist der Geschäftsführer vorbeigekommen und wir haben kurz gesprochen darüber, dass sie auch ein Facility Management haben. Ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt schon einen neuen Kunden gewonnen. Ja, danke nochmal dafür, wie besprochen, Provisionen überweisen. Nein, was ich damit sagen will, es ist wirklich ein sehr breiter Anwendungsbereich und das Interesse bei den Kunden zu wecken, zumindest was ich jetzt bezeugen durfte, jetzt bei dem Gespräch, geht ja relativ leicht. Genau, also es ist wirklich so, dass der Anwendungsfall bekannt ist, das Problem ist bekannt und die Leute suchen in Wirklichkeit nach einer Lösung. Ja? Und da kommt halt Planradar ins Spiel und vielleicht ergänzend zu den Zielgruppen. Also wir sind wirklich, wie der Sander erwähnt hat, entlang der kompletten Wertschöpfungskette eines Bau- oder Immobilienprojekts einsetzbar. Das heißt wirklich von der Finanzierung, von der Planung weg, über den Bau, über den Betrieb der Immobilie oder auch eben dann, wenn das Gebäude zum Beispiel verkauft wird oder veräußert wird, also komplett alle Stakeholder, die da in dieser Wertschöpfungskette beteiligt sind, haben in Wirklichkeit den gleichen Anwendungsfall. Das kommt uns natürlich als Planer dazu gut, weil wir halt ein sehr breites Zielpublikum haben. Auch in den verschiedenen Verticals, also das heißt nicht nur rein die Bau- und Immobilienbranche, sondern viele verwandte Industrien, wo das einfach auch eine Rolle spielt. Das heißt per se Anlagenbau zum Beispiel oder große produzierende Unternehmen wie eine Siemens oder Bosch oder im Retail-Bereich, also über die Lebensmittelbranche, über die verschiedenen Player-Markt, die einfach Shops haben, also quer durch die Bank. Wir verwenden zum Beispiel diese Retail-Player eure Applikation? Also jetzt sei es jetzt ein Rewe-Konzern oder Intersport oder Lidl oder Five Guys oder eine Telekom. Da ist es einfach so, dass die auch verschiedene Standorte haben. Das heißt, da geht es einerseits einmal um die Standortentwicklung. Das heißt, man muss einmal einen Shop bauen und nachher muss man den auch instand halten. Das heißt, da geht es dann einfach um das ganze Property Facility Management vor Ort bis hinein sogar in Marketingbereiche. Also, dass man sagt, dass hier Marketing ins Spiel kommt und dass beispielsweise das Product Placement steuert eben mit Hilfe der App und nicht mehr so wie früher, dass hier die handelnden Personen überall vor Ort hinfahren müssen und überprüfen müssen, ob die ganzen Produkte eher an der richtigen Stelle platziert sind.
die meisten dieser Konzerne haben ja oft eigene Bauabteilungen, eigene Facility-Management-Abteilungen, weil sozusagen der Need intern so groß ist, dass man das auch nicht mehr outsourced. Ja. Sehr, sehr spannend. Wie ist da die Marktsituation generell? Gibt es Konkurrenten? Seid ihr da mehr oder weniger alleine unterwegs? Weil bei dieser Entwicklung wird es nicht sehr viel sozusagen getragen. Also es ist natürlich nicht verborgen geblieben, dass das gut funktioniert. Und da hat es jetzt einige kleinere Unternehmen gegeben, die auch hier in dem Bereich mit eingestiegen sind. Aber die sind in den meisten Fällen bewegen sich so bei einem Zehntel oder einem Fünftel von unserer Größe. Die tatsächlichen Konkurrenten sind in den USA. Also das heißt, da gibt es noch eine andere Company in den USA, die ist in etwa in unserer Größe und die bearbeiten aber eigentlich ausschließlich den amerikanischen Markt derzeit. Was ist jetzt eure Größe? Weil ich glaube, das Geschäftsmodell ist schnell erklärt, das ist sehr lean und simpel. Man zahlt pro Lizenz, ich glaube, ab 29 bis 99 Euro pro aktiver User im Monat. Nur der eingibt, nicht der sozusagen, der im Netzwerk mitliest und mitgemanagt wird. Vielleicht ganz kurz sozusagen, hat sich da im Geschäftsmodell was getan? Und die zweite Frage, was ist jetzt aktueller Stand? Vielleicht ein bisschen Umsatzwachstum zu nennen, Mitarbeiterzahl zu nennen. Wo steht Planrad da heute? Also was Umsatzwachstum haben wir jetzt 2019 nicht ganz so wie in den 4 Jahren davor die 300% geschafft. Also wir sind dann so um die 250 haben wir uns eingeordnet, aber ist auch noch ganz okay, glaube ich. Und es wird natürlich jedes Jahr herausfordernder. Und ja, also was den Umsatz betrifft, ich glaube das letzte Mal habe ich gesagt, auch noch unter 1 Milliarde Umsatz ist es, aber die Richtung stimmt. Und wenn man sich jetzt die Konkurrenten anschaut, wie ist das sozusagen von der Marktlage, hast du schon gesagt, in Amerika, aber siehst du da die Großen auch solche Applikationen sozusagen nützend oder bauen? Sind sie eher Kunden oder sind sie auch Konkurrenten? Naja, also man muss da unterscheiden. Also wir selber unterscheiden ja auch in der Herangehensweise oder im Produkt und im Markt zwischen den Lösungen. Also wenn man sagt, man nimmt jetzt eine leichte, eine agile Software-as-a-Service-Lösung, so wie wir sind, wo man einfach mit einer Lizenz anfangen kann zu arbeiten, wie du vorher erläutert hast. Oder ich sage, ich habe hier ein großes On-Premise-System, wo ich einmal 1-2 Jahre Rollout mache und die ganzen Workflows anpassen muss und Customizing habe, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und hier gibt es natürlich Player, wie die jetzt zugehörig sind zu einer Oracle oder zu einem SAP, also hier, die in diesem Bereich spielen, aber die betrachten eigentlich nicht als Konkurrenten, weil erstens können die nicht unsere Kunden adressieren, also wir adressieren ja vom KMU bis zum Großunternehmen einfach alle Anwender und die adressieren nur sehr große Unternehmen, weil die Kleinen und die KMUs können sich das gar nicht leisten, hier so ein großes System zu platzieren. Und deswegen nehmen wir die nicht als Konkurrenten wahr. Es ist vielfach eher so, dass wir dann dazugeschalten werden als Lösung on-site, weil das ist ja unser Fokus, wirklich schnell, easy onboarding, kann in unter 10 Minuten ein Projekt erstellen und ich kann sofort vor Ort am Objekt damit arbeiten. Also ganz leicht, mobil, schnell und da werden wir dann oft auch ergänzend eingesetzt, einfach für die Informationserfassung draußen am Objekt. Sehr stark. Also wir sind ja im Prinzip, schwimmen da, sage ich jetzt mal, auf dem allgemeinen IT-Trend. Es geht halt alles Richtung vom Desktop Richtung Mobile sehr stark mit und das ist halt gerade, wenn man sich unsere Zielbranche anschaut, die halt sehr viel on-site sind, eben bei der Baustelle draußen oder auf der an der Immobilie arbeitend, natürlich ein wichtiges Kriterium, dass man sagt, okay, ich habe zwar meine Desktop-Software oder meine Inhouse-Systeme bereits im Büro laufen, aber was nütze ich on-site? Und das ist halt einfach, wo Planrad ins Spiel kommt. Wie groß ist das Team aktuell? Wie groß ist die Firma? Wie groß ist die Kostenstruktur sozusagen? Wir sind jetzt über 80 Leute insgesamt. Also wir haben ja unser Headquarter in Wien nach wie vor, sitzen wir auf der Seilerstätte, haben jetzt den 3. Stock dazugenommen schon. Also das heißt, wir wachsen dort. Und wir haben zusätzlich noch andere Standorte in London, in Zagreb und in Moskau. Und da kommen jetzt dieses Jahr noch 8 weitere Standorte dazu. Also kann man eh schon erläutern eigentlich. Also wir sind gerade in Frankreich, also in Paris in der Gründung, wir sind in Stockholm, wir werden nach Warschau gehen und dann kommen nochmal in der zweiten Jahreshälfte 5 andere. Na, dafür sieht sie aber relativ entspannt aus. Also gibt es keine Wachstumsschmerzen in dieser Phase oder gibt es auch Challenges, die man sozusagen auf sich nimmt als Gründer? Ganz klar, die Challenge ist, glaube ich, wie in jedem Wachstumsunternehmen einfach die richtigen Talente anzuziehen und die richtigen Personen zu finden, die im Prinzip die offenen Positionen ausfüllen. Also momentan suchen wir knapp 50 Personen in den unterschiedlichsten Positionen. Das heißt, Talent. Nur in Österreich. Nur in Österreich, genau. Ja.
Also ist im Prinzip eines der wichtigsten Challenges und natürlich damit einhergehend ist natürlich ganz wichtig, dass die Startup-DNA oder das Dynamische nicht verloren geht, sondern auch die Kultur oder die Diversität, die wir auch bis jetzt sehr gut in unserem Kernteam gelebt haben, auch weiterzutragen. Ja. Ich meine, da sehen wir natürlich bei vielen Scale-Ups, dass das so die Königsklasse ist. Ne? Nebst dem Wachstum auch die Kultur und das Team sehr, sehr gut im Blick zu behalten und zu managen. Habt ihr da Tipps, habt ihr da Learnings, Erfahrungen, was für eine Kultur hat Planradar, wenn man sich sozusagen für euch interessiert? Also es gibt ja ganz klassisch eigentlich zwei Stages oder eigentlich drei. Du hast ja ganz am Anfang, sage ich mal, dieses typische Startup-Stage, dann ist diese erste Transformationsphase, so Startup to Company, das ist mal dann, sagen wir mal, so bis 50 Mitarbeiter oder bis 5 Millionen Umsatz, so irgendwie in dem Bereich herum. Und da gibt es typische Probleme, nämlich, dass ich muss die Strukturen einführen, ich hab vielleicht einmal eine HR-Abteilung langsam oder fange drüber an, nachzudenken, was meistens eh dann immer schon zu spät ist. Und hier sind wir schon drüber. Also da haben wir diese Herausforderungen gemeistert, waren natürlich viele Learnings auch dabei, aber zum Glück mit unseren Investoren, und bei uns ist ja auch nicht das erste, die erste Sache, die wir machen, also man hat da viele Fehler nicht ein zweites Mal machen müssen. Und danach die Phase, die ist jetzt nochmal viel interessanter, nämlich, dass ich quasi, sage ich mal, von diesen 50 Mitarbeiter, 5 Millionen Umsatz, circa diesen Bereich jetzt hinaufscale in 30, 40, 50 Millionen Umsatz, 100, 200, 300 Mitarbeiter, und da kommen nochmal ganz andere Herausforderungen. Also wir sind jetzt gerade mittendrin, die ganzen Managementstrukturen zu erweitern, zweite, dritte Ebene einzuziehen. Und da gehört natürlich die Kultur, wie du es angesprochen hast, ganz stark dazu, dass man das nämlich weiterträgt. Das wird auch immer herausfordernd mit den verschiedenen Standorten und den vielen Leuten, dass man hier auf Schiene bleibt. Wir kennen von verschiedenen Startups, die in dieser Phase dann sehr, sehr intensiv All-Hands-Meetings machen und Kommunikation am Leben halten. Was habt ihr da für Formate und Best Practices für euch ausgearbeitet? Also bei uns, wir haben wirklich Mitarbeiter Vollzeit abgestellt, beispielsweise für das Thema Wissensmanagement, um einfach das Know-how aus dem Headquarter in Wien wirklich in die ganzen Niederlassungen zu tragen. Ja. Also da geht es um Enablement-Programme, Employee-Enablement-Programme, da geht es um einfach, wenn Produkt-Updates einfach zum Beispiel herauskommen, dass dieses Know-how auch weiterfließt und wirklich dann über den Vertriebsmitarbeiter in Australien beim Endkunden landet zum Beispiel. Ja. Abgesehen davon gibt es natürlich auch Best Practice, die wir uns anschauen, also Buddy-Systeme, wo man halt sagt, okay, man kann jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Mitarbeiter selbst schulen, wie es vielleicht früher mal der Fall war, sondern hat im Prinzip eine Möglichkeit, auch auf bestehende Ressourcen zuzugreifen, einfach auch auf gute, langjährige Mitarbeiter, die sagen, okay, für mich ist es auch motivierend, dann Kollegen einfach in den Ramp-up zu bringen und halt den entsprechend zu fördern. Ja. Schaut ihr auch als Gründer, dass ihr immer wieder auch präsent seid in der gesamten Belegschaft, im gesamten Team, Ansprachen, was auch immer für Formate? Natürlich, ja. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir 5 Gründer sind und jeder hat so seinen Spezialbereich und dementsprechend tritt man dann auch dort als Kompetenzträger auf, und wir machen monatliche Events auch, also quasi, wo alle dabei sind. Wir haben verschiedenste Weiterbildungsmaßnahmen auf den verschiedenen Management-Ebenen, wo man auch sich nochmal näher zusammenrückt, und da ist besonders auch wichtig dann immer dieses Abteilungsübergreifende, weil dann habe ich auf die gleiche Management-Ebene aus allen Abteilungen zusammen, und dann merkt man richtig hier, wie dann dieser Informationsfluss passiert, nämlich eher so am Rande nebenbei, und dann eigentlich so die Berührungspunkte oder die unter Anführungszeichen Herausforderungen dann aufpoppen und die hoppla, da soweit habe ich eigentlich gar nicht gedacht, stimmt, da setzen wir uns zusammen, um da weiter in die Tiefe zu gehen. Sehr spannend, wenn ich da so ein bisschen Milchmädchenrechnungsmäßig aufgreifen kann. Du hast gesagt, bis zu 50 Mitarbeiter und 5 Millionen war das so. Das heißt, da seid ihr schon drüber, würde ich einmal annehmen. Jetzt geht es in Richtung 30 Millionen, über 200 Mitarbeiter, da seid ihr noch nicht ganz so weit. Und jetzt ist die Frage, wie man diese Phase schafft, weil du hast gesagt, 50 Mitarbeiter werden neu geheiert. Das ist natürlich auch ein großer Kostenbrocken. Jetzt bei den Umsatzzuwächsen, die ihr habt, wird da wahrscheinlich vieles aus dem Cashflow kommen. Aber es stellt sich schon auch die Frage, wird das alles organisch gehen oder werdet ihr, um das Ganze zu beschleunigen, werdet ihr offen auch um ein Investment aufzunehmen, wird es da notwendig sein, sozusagen auf Finanzierung reinzuholen? Also ja, stimmt, wir sind da seit 2017, seit der Seed-Runde eigentlich vorwiegend aus dem Cashflow herausgewachsen, also hat sich basierend auf unserem Geschäftsmodell auch super ergeben, weil einfach alle Kunden bleiben dabei, also wir haben nahezu keinen Churn, im Gegenteil, wir haben sogar eine Revenue Extension, also alle Kunden, die wir haben, graden up, und dementsprechend sind wir da Cashflow-seitig sehr gut dabei, aber nichtsdestotrotz, hast du schon richtig vermutet, also sind dann insgesamt 12 Länder, um da schnell zu wachsen, so wie wir es vorhaben, wird dann nochmal was Großes kommen. Also wird gar nicht mehr so lange dauern.
Okay, na, da bleiben wir dran. Und das Geld würde sie dann wahrscheinlich brauchen, um Marketing zu finanzieren und diese Personalausgaben. Vollkommen richtig, um die Vorfinanzierung und die Marktaufbereitung oder Vorbereitung in den diversen Ländern braucht man natürlich entsprechende Mittel. Wie gesagt, aus eigenem Cashflow 12 Länder gleichzeitig zu machen, ist, glaube ich, zu herausfordernd. Deswegen, wie der Sandra richtig gesagt hat, haben wir da schon sozusagen vorgesorgt. Und ja, also du wirst als einer der Ersten davon erfahren. Okay, na, danke. Ein Thema würde ich noch aufgreifen, das finde ich spannend, nämlich die Churn Rate. Und nicht nur die Churn Rate, sondern, weil du sagst, die ist gleich null fast, sondern die Upselling-Möglichkeiten bei den Bestandskunden. Wie ist das jetzt bei euch üblich, wenn ein Kunde reinkommt? Nimmt er dann gleich sozusagen 1000 Lizenzen oder steigt er mal mit ein paar Lizenzen ein und den entwickelt man dann weiter? Oder was ist sozusagen im Sales die Hauptaufgabe? Ja, also üblicherweise ist es so, dass man wirklich, in unserem Fall, wir sind ja wirklich eine Lösung, die das Leben des End-Users, des Projektleiters, des Gutachters etc. vereinfacht. Ja? Also wie der Sandra vollkommen richtig gesagt hat, fast ein ganzer Arbeitstag pro Woche ist einsparbar oder anderswertig nutzbar durch den Einsatz von Planradar. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass sozusagen erst einmal beim Endkunden, also beim Enduser, Planradar zum Einsatz bringen. Das ist eigentlich auch unsere Strategie, wie wir sowohl in kleine als auch in große Unternehmen reingehen, einfach mal den Endkunden dafür begeistern, weil letztendlich auch in großen Organisationen poppt das Thema natürlich dann beim Einkauf, bei der IT etc. auf, aber wichtig ist trotzdem, der End-User muss zufrieden sein, der muss wirklich den Mehrwert haben und das ist im Prinzip auch die Strategie, wie wir sehr stark wachsen. Ja. Und dann werden einfach Zusatzlizenzen sukzessive aufgestockt, weil man sieht die Correct. Benefits und merkt das Produkt. Genau, das passiert dann einfach raus aus dem tagtäglichen Geschäft und natürlich den anderen Fall gibt es genauso, dass jetzt ein großes Unternehmen herkommt und sagt, ja, wir haben das gesehen, wir haben Berührungspunkte damit und wir wollen jetzt gleich mal von Anfang an einen Rollout machen, aber wir probieren auch diese Politik der kleineren Schritte zu gehen, weil es weil es die Sache einfacher macht. Da werden viele Fragen vorweggenommen, da muss ich nicht mehr darüber diskutieren, was bringt das und kommen die Leute damit zurecht, die fangen einfach an, probieren das aus und dann skaliert es von alleine raus. Auch eine spannende Sales-Aufgabe, mit den Kunden mitzuwachsen, sozusagen genau. Mit den Aufträgen und Projekten, kann ich mir ganz spannend vorstellen. Ne? Genau, also vielleicht eine Story dazu. Also wir hatten in München einen Kunden, der uns wirklich erzählt hat, wie Planradar von Abteilung 1 in Abteilung 2 in seinem Konzern weitergetragen wurde. Und zwar müssen die immer am Freitag sozusagen die ganze Woche reporten und haben halt dann wirklich in Stundenlager Kleinarbeit mit die ganzen händisch aufgenommenen Notizen in die Word-Templates eingepflegt. Und mit Planradar geht sowas zum Beispiel, also diese Use Case wirklich auf Knopfdruck. Ja? Und gesehen, okay, die eine Abteilung ist einfach um 13 Uhr schon pünktlich fertig und sitzt schon, sage ich jetzt mal, beim Nachmittagsbier oder beim Nachmittagskaffee. Dann haben die gefragt, ja, wie macht sie das? Ja, gut, Planradar und so hat sich das Ganze, die Message sozusagen weitergetragen in die anderen Abteilungen. Ja? Und das ist auch etwas, was natürlich uns zugute kann. Wie gesagt, beim End-User Wert stiften, das ist unsere Strategie. Die neuen Standorte, die du genannt hast, wenn ich das jetzt richtig erfasst habe, die klingen alle sehr europäisch. Das heißt, das Fokus jetzt einmal europäisch. Ist sicher ein Hauptfokus, aber es werden auch die Emiraten und Australien mit dabei sein bei diesen Standorten. Aber nach wie vor ist natürlich Europa ein Kernfokus bei uns. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt mittlerweile schon Kunden aus 45 Ländern, also zahlende Kunden und User. Aus allen. Wir haben sogar User aus der Antarktis, haben wir gesehen, Zugriffe, wissen wir nicht, was da passiert. Papua Neuguinea haben wir sogar Kunden. Also es wird überall genutzt. Was die da genau machen, können wir dir auch nicht sagen. Aber es ist schon weltweit. Es ist spannend, vielleicht noch eine Frage, weil im B2B das immer sozusagen auch eine spannende Frage ist. Gibt es viel Inbound-Geschäft oder müsst ihr viel direkt verkaufen? Und kann man auch ohne Zutun einmal sich selber onboarden mit der App oder braucht man quasi persönliche Betreuung, um zu starten? Also wir bespielen im Prinzip alle Kanäle, sage ich jetzt mal, sowohl Inbound als auch Outbound, die man so aus dem klassischen B2B-Software-as-a-Service-Sales kennt. Man kann sie jederzeit auf die Webseite gehen und einen 30 Tage kostenlosen Test-Account registrieren und das einfach ganz einmal ausprobieren, um wie gesagt den Mehrwert in die eigene Company zu bringen und dann zu entscheiden, nach 30 Tagen möchte man mit der Bezahlversion weitermachen oder nicht. Ja. Und es ist wirklich Self-Service, Self-Onboarding, alles möglich. Natürlich, wenn wir jetzt einen größeren Konzern haben und der sagt, ja, ich will da hier jetzt mal 30 Leute mit reinbringen und können Sie nicht vorbeikommen, das mal vorstellen. Ja, dann wird einer von unseren Kollegen hinfahren und wird das auch vorstellen. Aber prinzipiell kann man alles selbst machen. Das ist so ein Geheimnis des Wachstums eigentlich. Großartig. Ein echter Scale-Up aus Österreich mit bald 12 Standorten international. Unfassbare Geschichte, Jungs, wieder 250% Wachstumsrate im Umsatz, natürlich vom immer größeren sozusagen Betrag hinauf. Das ist ja wirklich beeindruckend. Bin total gespannt, wo die Reise weitergeht. Jedenfalls
all the best und keep us posted, wenn es da Neuigkeiten gibt, wenn ich das sozusagen richtig erfasst habe. Ja. Genau. Super. Vielen, vielen Dank und 50 sozusagen Jobs offen. Das heißt, jeder, der diese Wachstumsgeschichte mitentwickeln will, diese Firma mit aufbauen will, kann sich wahrscheinlich bei euch jederzeit melden auf der Website. Es gibt sicherlich. Natürlich in allen Bereichen, also Finance, Marketing, Sales, überall suchen wir Leute. Cool. In diesem Sinne, all the best, danke für die Insights, für diese Updates, großartig und all the best für den weiteren Weg. Und Dankeschön, euch danke vielmals fürs Dabeisein. Planradar, ein cooler Scale-Up. Die reden nicht so viel sozusagen und beeindrucken uns immer so einmal pro Jahr mit den Zahlen. Bin immer fasziniert sozusagen, was sich da bei euch tut. Insofern bleiben wir da dran für euch. Stay tuned und bis später.